Natalie, bist du bereit für Elefanten? Yay! Auf geht's! Auf geht's, Elefanten! Wir sind jetzt schon auf der Hälfte der Strecke zum Elefantencamp, was ungefähr 2 Stunden braucht. Und wir sind jetzt hier gerade so an einem kleinen Markt, haben wir angehalten, um aufs Klo und zu trinken und so. Und guckt euch mal an, wie die hier die Fliegen vom Essen und so weghalten. Die haben einfach so einen Motor genommen und haben da so Tüten dran geklebt. Und das verscheucht die Fliegen. Das sieht so bescheuert aus, aber ist halt mega effektiv. Nachdem die letzte kurze Strecke extrem crazy war, mega eng, ziemlich, auf jeden Fall, man hat einen Four-Wheel Drive gebraucht, sagen wir es so, sind wir jetzt nach kurzem weiteren Laufen an der Elefantenstation angekommen. Wie geil! Sogar ein Baby-Elefant. Oh Gott, ein Baby-Elefant! Natalie, wie aufgeregt bist du? Wir haben nämlich jetzt auch schon die richtigen Klamotten hier an. So everyone, if you have any question, you can ask me later, okay? Now I have to tell you a little bit first. Wie geil es hier einfach ist, mitten mit Elefanten zu stehen und die halt einfach zu füttern. Ne? Okay? Wissen wir? Ne? Übrigens ist die Haut von dem Elefanten komplett hart und die sind überall mit Borsten. Mit Borsten bedeckt die auch ganz hart. Das fühlt sich so geil an. Oh, Elefanten sind die coolsten Tiere. Vergesst Schafe, Elefanten. Übrigens schwitzen Elefanten nur an den Zehen. Deswegen ist hier so ein bisschen nass, alles andere ist trocken. Erstmal genug Elefanten gestreichelt, erstmal ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, Elefanten ausruhen lassen, uns ausruhen lassen. So, nach einem kurzen Nap wurde in die Badenklamotten gewechselt, deswegen wird jetzt auch auf die GoPro umgeswitcht, weil wir jetzt die Elefanten waschen. Und übrigens die Klamotten, die wir eben so anhatten davor, diese witzigen Dinger, die waren dafür da, dass die Elefanten uns erkannt haben und uns nicht irgendwie als Bedrohung wahrgenommen haben. Ziemlich cool und sahen natürlich auf Fotos geil aus. Das Ziel jetzt gerade ist einfach, die Elefanten irgendwie dreckig zu machen, um sie danach wieder sauber zu machen. Und es ist einfach so eklig, weil die Elefanten, die pissen und kacken hier halt mit in das Wasser. Wo wir gerade drin stehen und uns mit den... Oh, so einzuholen. Aber trotzdem voll geil. Thank you.
Okay, das war das ekligste und coolste gleichzeitig seit ewig. Also ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß im Matsch hatte. Aber ich habe auch noch nie im Matsch mit Elefanten gespielt, muss ich sagen. Und es ist einfach so unglaublich, wie friedlich diese Tiere sind und wie unglaublich sozial auch. Weil vorhin ist so ein Schuss gefallen, ich weiß nicht, irgendwo im Wald wahrscheinlich oder irgendein lautes Geräusch und alles sind halt zum Baby gestürmt und haben halt versucht, irgendwie dieses Baby zu beschützen. Und es sind so unglaublich tolle Tiere. Ja, schön hier. Tschüss Elefanten! Das war's dann wohl mit dem Elefantenausflug. Nathalie, wie fandest du es? Hammer, bester Tag. Das ist echt, ich muss sagen, ist abnormal schön. Und jetzt fahren wir erstmal wieder zum Hotel und dann erkläre ich noch ein, zwei Sachen kurz. Aber erst müssen wir ins Auto. So, zurück im Hotel und frisch geduscht. Bevor wir das Hotel verlassen, will ich nochmal kurz darüber reden, über die Zustände auf der Elefantenfarm, auf der wir jetzt waren. Und zwar ist es ja allgemein bekannt, dass Elefanten sehr oft misshandelt werden und von den Mahouts, also die auch die Elefantenführer, Besitzer, wie auch immer sind, die, also diese Elefanten, die auch geritten werden, die werden von ihren Mahouts richtig, richtig mies behandelt. Erstens, Elefanten sind nicht dafür da, geritten zu werden, und diese Mahouts, die machen dann echt so mit so spitzen Gegenständen, schlagen die Elefanten auch und so, und deswegen ist es halt nicht wirklich vertretbar, auf Elefanten zu reiten. Und die Elefantenstation, an der wir jetzt waren, das war halt eine Auffangstation von Arbeitselefanten, richtig? Und Zirkuselefanten, das heißt, die haben die Elefanten darauf vorbereitet, wieder in den Dschungel entlassen zu werden. Also ich glaube, es war jetzt keine beschleunigte Vorbereitung, weil sie eben kein Geld damit machen. Und genau, das Geld, das man halt gezahlt hat, das fließt in das Futter der Elefanten und halt da, dass diese ganze Station auch laufen kann. Die Firma, mit der wir das jetzt gemacht haben, die haben, glaube ich, 9 Stationen. Wir waren an Station Nummer 4, richtig? Ja. Station Nummer 4 war unsere Station, und es war einfach genial zu sehen, wie gut die Mitarbeiter mit den Elefanten umgegangen sind und auch wie sehr die das interessiert hat. Das hat man richtig gemerkt, wie die das gefreut hat, wenn das irgendwie Leute zu erzählen, was sie da machen, und dass sie die Elefanten halt nicht so mega scheiße behandeln wie woanders. Deswegen waren auch die Elefanten alle nicht angekettet. Nur eine von den Elefanten hatte so eine kleine Fußfessel, die aber auch nicht angekettet war, sondern nur manchmal in bestimmten Situationen wird er angekettet, weil er sonst in den Urwald abhaut und aber noch nicht dafür bereit ist, dort alleine zu überleben. Das war nur ein kurzes Update dazu, zu den Zuständen in den Elefantenfarmen und dass wir sozial alles richtig gemacht haben. Hoffentlich. Also sicher kann man sich ja nie sein in Thailand, die behaupten viel, wenn der Tag lang ist. Aber ich glaube, wir haben unser Bestes gegeben, mit glücklichen Elefanten irgendwie Spaß zu haben. Und es war super geil, super geil. Und wir gehen jetzt noch auf den Markt. Wir sind jetzt noch auf dem Saturday Night Market hier in Chiang Mai. Und der ist ein bisschen voller als die anderen Markets. Und ja, da wir heute dann doch relativ müde sind, wird es heute nicht ein langer Abend. Aber wie geil war das denn mit den Elefanten? War ziemlich geil. War so das Highlight bisher so, oder? Absolut. Absolut Highlight. Absolut. So, ich verabschiede mich hiermit und wir stellen jetzt noch hier ein bisschen, suchen was zu essen, und das war es dann auch für heute. Deswegen verabschiede ich mich und wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Video. Bis dahin. Ciao.